und herzlich willkommen bei den Tobis. Genau. Wir machen heute ein kleines Super Bowl Special. Genau. Kleiner Snack. Schnell. Naja. Vorbereitet, werden wir sehen. Ihr macht es hoffentlich schneller als wie vorbereitet. Ja. Aber ein kleiner Snack passt super zum Super Bowl, das haben wir uns so gedacht. Ne? Tisch ist voll, was wir draus machen? Zeig ich mal euch. So, Freunde. Corn Dogs hat man gesagt, wollen wir machen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen 250 Gramm Weißmehl und 250 Gramm Maismehl. Maismehl ist das Gelbe, ja? Dann haben wir hier 125 Milliliter Öl. Wir haben Sonnenblumenöl genommen. Könnt auch Rapsöl nehmen, egal. Dann haben wir Milch, halber Liter. Ein halbes Päckchen Backpulver. 2,5 Löffel Salz, normales Meersalz. 2,5 Esslöffel, Teelöffel brauner Zucker. Dann machen wir noch mit rein Röstzwiebeln, ja, für einen Crunch, mal gucken. 2 Eier und, was wir natürlich ganz wichtig brauchen, sind unsere Würstchen. Ja, da haben wir 8 Stück halb geschnitten. Wir haben gleich Käsewürstchen genommen. Ja, wir wollen es ja richtig haben. Mit Käse. Wir machen Käse-Corn-Dogs. Käse-Corn-Dogs. Käsesoße vor allen Dingen. Und hier haben wir noch das Mehl, was wir brauchen, um die Käsewürstchen vorher zu mehlieren. Damit einfach der Mantel nachher besser hält. So, dann kommen wir zu unserer Käsesoße. Dafür haben wir hier diesen Scheiblettenkäse. Das sieht schön aus. Ja, 2 Pakete. Ja, haben wir schön übereinander gestapelt und dann geschnitten. Da müssen wir nicht so viel reißen. Dann machen wir uns noch die Harissa mit rein. Wir wollen noch ein bisschen Bums dran haben. Ja. Dann haben wir hier 50 Milliliter Sahne und 100 Milliliter Milch für unsere Soße, damit sie schön flüssig bleibt. Abgewürzt wird noch ein bisschen mit Salz und ein Schuss Senf. Das ist dann so unsere Grundmischung für die Soße. Und zur Deko haben wir noch ein bisschen Lauchzwiebel genommen. Na, gucken wir mal, was wird. So, dann fangen wir mal an. Ich sag's euch gleich, der größte Aufwand ist, alles abzubiegen und auszumessen. Wenn ihr damit durch seid, der Rest geht nachher schnell. Also, hier ist unser Mehl. Da gießen wir unsere Milch rein. Dazu kommt das Öl. Einfach nur alles zusammengießen. Ja? Öl, lassen wir noch ein bisschen tropfen. Der Zucker. Unser Backpulver. Das Salz. Die Eier und zu guter Letzt noch unsere Röstzwiebel. Zack. So, das war's schon. Jetzt wird nur noch alles schön verrührt. So, unser Teig ist fertig. Ja, guckt mal her, das ist eine schöne zähflüssige Masse. So soll es dann auch sein. Ja. Okay, wenn ihr den dann habt, sucht euch wieder ein hohes Gefäß, wir nehmen hier unseren Milchbehälter und dann gießen wir das alles rein. Da können wir nachher schön die Corn Dogs reinstecken von oben. Ein hohes Gefäß ist auf jeden Fall von Vorteil. Danke an Timmy Hörholt Holzkunst auf Instagram für das wunderschöne Schild im Hintergrund. Wir stehen jetzt am Herd, an der Kochplatte und machen jetzt zuerst die Milch rein. So, dann machen wir die Sahne gleich dazu. Erwärmen es erstmal. Schon mal einen kleinen Spritzer unserer von Harissa rein. Und geben noch einen halben Teelöffel Salz mit hinzu. Einen Spritzer Senf. Rühren das leicht. Es geht relativ schnell. Induktionskochfeld ist echt mega. Können wir schon runterdrehen, ein Stück. Nehmen wir es noch runter, wenn es einigermaßen heiß ist. Und fangen an, mit dem Käse zu pflücken. Macht euch wirklich kleine Portionen, habt es einfacher nachher. Man kann auch zerreißen, aber so kriegst du es echt gut auseinander. Ja. So, ihr habt jetzt gesehen, Käse alles dran gerupft worden. Die Konsistenz ist schon mal sehr gut. Gefällt uns richtig gut. Und immer schön rühren, ja, dass es nicht anbrennt.
koste mal. Hm. Besser als im Kino. Salz drin, kommt, Schärfe kommt. Konsistenz mega gut. Lass mal so. Backen wir uns jetzt einen Grill rein. Da haben wir auch ein bisschen Fleisch, den wir so laufen. Welchen die Corn Dogs? Die backen wir dann hier oben drauf, machen wir mal den Rost. Und halten alles ein bisschen warm. Ja? So, wir haben jetzt hier den Gustav, den Dutch Oven K4. Das Öl erhitzt, Rapsöl erhitzt. Haben ihn jetzt hier auf die Gustav gestellt. Ein bisschen Fettbrand, gar nicht matschen. Da haben wir ein bisschen Sicherheit. Safety first. Da haben wir uns hier ein Schälchen vorbereitet. Ein Krepppapier, wo wir kurz reinlegen können. Und wie erwähnt, packen wir ihn rüber in die kleine Kammer zum Warmhalten. Das Öl hat 174 Grad, optimal. Also bis maximal 190 Grad, mehr darf es nicht haben, sag ich mal. Ja? So, wir zeigen euch jetzt, wie das in den Würstchen geht. Kriegt ihr da hin, kein Problem. Also nehmt euren Spieß, dann eure Würstchen. Die halb geschnitten sind. Die halb geschnitten sind. Dann spießt ihr die einfach hier rein. Ja, so. Und dann kommt die einmal ins Mehl. Einmal rund durchs Mehl. Sollte überall Mehl dran sein, damit nachher der Teig besser hält. Und das machen wir jetzt mit allen Würstchen. Und dann jetzt rüber an den Grill. Corn Dogs Zeit. Wir stecken jetzt ein Käse-Eis am Stiel hier rein. Und beim Reinstecken bis runter und gleich hoch. Und dass richtig viel Teig drauf hat, weil Teig haben wir ja noch. Schön. Richtig Wurst, richtig dick, ja. Und legen jetzt hier ins Öl. Dasselbe machen wir mit den nächsten. Machen erstmal nur zwei. Dann machen wir gucken, wie es hier geht. Das ist ja für uns das erste Mal, ja. Oh ja, da ist ordentlich Teig dran, glaube ich. Wenn ihr wenn sie umschwimmen, sage ich mal, könnt ihr euch den Stiel schnappen oder eine Zange und ruhig mal so ein bisschen drehen, dass da alles fest wird. Und ja, ein bisschen goldig sind, ne? Ja. Ah, schön Teig dran. So schön. Schön Teig dran. Schön bräun im Öl. Genau, blubber. So. Geil. Wir haben schon ein paar fertig gemacht. Ja, schon ein paar. Mal einen kleinen Zwischenbericht zählt, ja? Ordentlich am Frittieren. Hier riecht es wie vom Herzmarkt. Sehr geil. Ist echt gemütliches Zubereiten der Speisen. Bis auf die Vorbereitung, wie gesagt. Ja. Also, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, schnelle Nummer. Naja, nicht wirklich. Ja? Also, muss man, glaube ich, große Mengen machen. Ja? Man muss wirklich, glaube ich, große Mengen machen. Die Vorbereitung ist halt wirklich enorm. Aber da flutscht es, sag ich mal, ja? Touchdown, ich würde sagen, es kann losgehen, Thomas. Lass uns probieren, was wir da gemacht haben. Touchdown! Mega, mega lecker, denken wir bestimmt. Na, hoffen wir mal. Weil es sieht ja geil aus, oder? Also optisch sind sie schon mal also, das ist schon mega lecker, weil es lecker aussieht. Kann nur schmecken, oder? Wollen wir es hoffen. Prost. Prost. Zwiebel, Käse, Wurst, Teig. Der Teig, ne? Besser als jeder Hotdog. Ohne Mist. Knusprig, aber überhaupt nicht hart oder so. Ja. Ja. Innen schön weich. Und nicht zu viel Teig, also richtig schön. Schön gewendet. Super. Die Soße passt natürlich wie Faust auf der Ohren. Genau. Jörg, alles richtig gemacht. Perfekt. Macht's unbedingt nach. Wir lassen uns jetzt schmecken, hat er was? Genau, wir haben jetzt alles weg. Genau. Also die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Genau. Das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Bis bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Prost, Mahlzeit.